Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Einrichtungsvideo hier auf meinem Kanal. Ich habe es damit bekommen, dass ihr da sehr, sehr viel Lust drauf habt. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir so eine kleine Einrichtungsserie machen, und zwar die allererste hier auf meinem Kanal. Und zwar wird es sich erstmal um mein YouTube-Studio zu Hause drehen. Von Anfang bis Ende werde ich euch komplett bei dem Prozess mitnehmen und euch vor allen Dingen ganz viele Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Falls ihr Lust habt, mir irgendwie auch Ideen zu geben oder Inspiration zu geben oder ihr vor allen Dingen auch mehr Inspiration, Tipps und Tricks sucht, dann schaut sehr gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Falls ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt, das ist direkt der allererste Link unten in der Infobox. Im allerersten Video, und zwar in dem heutigen Video, werden wir erstmal darüber sprechen, wie zur Hölle fange ich an, ein Zimmer einzurichten. Ich bin komplett überfordert. Was soll ich tun? Welche Tipps und Tricks können helfen? Ich habe ein paar zusammengestellt, die mir besonders geholfen haben, und ich hoffe sehr, dass sie euch helfen, so in dem Einrichtungsstil irgendwie eine einheitliche Richtung zu finden, die euch vor allen Dingen gefällt. Wie sieht mein Studio momentan aus? Ich habe ein Zimmer zur Verfügung, welches 15 Quadratmeter hat. Da befindet sich ein großes Schiebefenster und nebendran ein normal großes Fenster, würde ich sagen. Der Boden ist mit Eicheparkett ausgelegt, ansonsten habe ich komplett weiße Wände und eine Wand, die mit weißen Backsteinen bestückt ist. Das war wirklich ein riesiger Akt damals, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch super, super happy und freue mich dementsprechend erst recht endlich, dieses Zimmer einzurichten. Ein Zimmer neu einzurichten kann extrem überwältigend sein, und da fragt man sich wirklich, wo soll ich überhaupt anfangen? Deswegen würde ich euch ganz stark empfehlen, findet erstmal heraus, welcher Einrichtungsstil euch gefällt und vor allen Dingen auch, wie der heißt, damit ihr euch ganz, ganz viel Inspiration holen könnt. Inspiration findet ihr am besten auf Pinterest, und ich muss ehrlich sagen, ich finde, es ist so eine geile Plattform. Ich habe dort auch mehrere Pinnwände, und falls euch meine Einrichtung gefällt und ihr wissen wollt, von wo ich so meine Inspiration geholt habe, dann dürft ihr sehr gerne unten vorbeischauen. Ich verlinke euch mein Profil. Wenn ihr mir dann folgt, kriegt ihr dann auch direkt alle meine Pinnwände und sowas angezeigt. Unabhängig aber davon werde ich euch an dieser Stelle einfach mal 5 verschiedene Einrichtungsstile vorstellen, die mir persönlich ganz gut gefallen, damit ihr schon mal so ein bisschen einen Begriff habt, falls ihr diese Namen noch gar nicht kennt, und vielleicht auch schon mal einen Anhaltspunkt, wonach ihr auf Pinterest oder im Internet sucht. Der Bohemian, kurz gesagt auch Boho-Einrichtungsstil, ist wirklich eigentlich eine kunterbunte Mischung. Also mehr bedeutet mehr. Hauptsache die Einrichtung schreit lebensfroh. Man darf ruhig sehr knallige Farben verwenden. Allerdings ist es auch hier ganz wichtig, dass es letztendlich ja doch irgendwie zusammenpasst. Dementsprechend sind erdige Töne eigentlich so die Basis, auch relativ viel Holz. Dann kombiniert mit nicht mehr als 4 konträre, stärkere Farben, die sich ganz, ganz vielen Textilien, Fransen, tierischen Abbildungen, großen weichen Stoffkissen wiederfinden. So eine relativ neutrale Basis mit coolen Eyecatchern und auch knalligen Eyecatchern aus aller Welt. Der skandinavische Einrichtungsstil ist tatsächlich auch super, super beliebt und ist natürlich auch ausschlaggebend geprägt worden von IKEA. Ich glaube, dadurch kennen den natürlich auch die meisten. Er ist relativ geradlinig, hat wirklich eher so gelassene Farben, würde ich jetzt mal sagen, die eher natürlich sind. Es passiert nicht zu viel, man findet auch relativ viel Holz wieder, allerdings auch nicht zu schwer. Und vor allen Dingen findet man auch viele gemütliche Textilien, wie zum Beispiel Baumwoll oder Leine. Der Industrial Look ist vor allen Dingen bei alten Werkhallen, Fabriken oder natürlich auch Lofts vorzufinden. Da geht es nicht darum, die Ziegelwand nochmal zu verputzen oder irgendwie Rohre mit Rehgipsplatten nochmal zuzudecken. Das Ganze darf wirklich relativ spartanisch einfach offen bleiben. Oder man fügt beispielsweise einfach eine Ziegelsteinwand, so wie wir auch gemacht haben, im Wohnzimmer mit hinzu. Dort haben wir uns ja auch so ein bisschen an den Industrial Look gewagt. Der ganze Look ist aber tatsächlich noch nicht wirklich fertig. Wenn ihr auf jeden Fall eher auf diesen Look setzt, dann könnt ihr auf jeden Fall auf Beton setzen, auf Eisenwaren, auf relativ unbehandelte Steine, würde ich jetzt sagen. Also alles, was wirklich sehr, sehr roh ist. Ich glaube, so kann man es tatsächlich am besten beschreiben, aber die Bilder, die ich eingeblendet habe, erklären es hoffentlich noch besser. Der Mid-Century-Look ist extrem am Kommen, und da geht es wirklich darum, eigentlich all diese zeitlosen Design-Klassiker zu verarbeiten. In den 40er, 50er und 60er Jahren hatte das Ganze sein extrem hoch und kommt momentan wieder. Das heißt, falls ihr irgendwie so Vintage-Teile super toll findet, dann passt das sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen zeichnet sich der Stil auch dadurch aus, dass die Möbel funktionell sind, aber trotzdem auch gerade durch ihre Möbelfüße relativ filigran und leicht wirken. Die Farben sind eher gedeckt, und in dem ganzen Einrichtungsstil werden vor allen Dingen auch einige massiv
massive Holzmöbel mit drin verarbeitet. Der Coastal-Einrichtungsstil ist vielleicht etwas, was nicht so vielen von euch etwas sagt, allerdings finde ich ihn persönlich relativ schön. Und zwar ist es ein Einrichtungsstil, der sehr an Beachhäuser erinnert. Das heißt, genauso individuell eigentlich auch, wie jede Küste auf dieser Welt ist, genauso individuell ist auch dieser Einrichtungsstil. Das Prägnante allerdings ist, dass man wirklich immer das Gefühl hat, dass man in einem Strandhaus ist. Das heißt, man arbeitet mit sehr hellen Farben, mit sehr erdigen Farben, vielleicht auch mit ein paar blauen Elementen, mit Muscheln, mit Netzen, mit Kordeln. Und hier arbeitet man auch irgendwie weniger mit schweren Holzmöbeln, sondern wenn es Holz ist, dann auch oftmals mit weißem Holz. Kombiniert mit ein paar Naturgräsern, Rattan, aber auch nur leichte Formen davon. Ich hoffe, dass diese 5 Einrichtungsstile, die ich euch vorgestellt habe, euch so einen kleinen Einblick geben. Allerdings gibt es natürlich noch viel, viel mehr und auf Pinterest werdet ihr bestimmt fündig und werdet etwas Schönes finden, was euch gefällt. Ich persönlich finde es auch super wichtig, wenn es an die Einrichtung eines Zimmers geht, einfach mal zu überlegen, wie hoch das eigene Budget ist. Wie hoch das für euch ist, kann ich euch natürlich nicht beantworten. Da müsst ihr einfach selbst überlegen, was ist es euch wert und was nicht. Mein Budget für das Studio liegt bei 2000 Euro, allerdings bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich nicht da rankommen werde, sondern dass ich drunter bleiben werde. Allerdings ist das für mich so eine Grenze, wo ich sage, das tut mir nicht weh, das bin ich willig dafür auszugeben und das ist natürlich komplett Typsache. Nur weiß ich zum Beispiel, vielleicht habe ich einen super günstigen Second-Hand-Schnapper, den ich finde, dann tut es mir aber wiederum nicht weh, sage ich jetzt mal, wenn mein Schreibtisch ein super krasses Designerstück ist, solange ich noch unter meinem Budget bleibe. Deswegen fasse ich dieses Budget sehr gerne für alle Einrichtungsgegenstände aus einem Raum zusammen, damit ich einfach weiß, okay, es tut mir nicht weh, wenn die eine Sache etwas teurer ist und wenn ich normalerweise nicht so viel Geld dafür ausgeben würde, wenn ich vielleicht für die andere Sache deutlich, deutlich weniger Geld als erwartet ausgegeben habe. Und dann ist man auch super glücklich, dass man ein cooles Teil gefunden hat, was vielleicht etwas teurer war, aber wo man echt denkt, boah, das feiere ich einfach extrem. Die nächste Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, was sollte auf jeden Fall in euren Raum rein? Wenn später noch Platz ist, könnt ihr natürlich noch zusätzliche Sachen hinzufügen. Allerdings ist es ganz wichtig, dass ihr erstmal für euch entscheidet, was sind die wichtigsten Sachen. Im Schlafzimmer würde ich beispielsweise sagen, Kleiderschrank und Bett. Eventuell noch Kommode. Da es sich bei mir aber nun um ein Studio handelt, sind da nochmal so ein paar andere Dinge wichtig und ich musste einfach wirklich überlegen, was ist vorrangig für mich am wichtigsten. Umso gestückelter ihr diese Auflistung macht und umso eher ihr natürlich auch wisst, was euch wichtig ist, umso eher könnt ihr natürlich später auch die Kosten aufteilen, vermeidet böse Überraschungen und Deko sollte hier auf gar keinen Fall drin sein. Das ist das, was ihr später dann Stück für Stück mit reinbringen könnt. Nun heißt es sich überlegen, wie teile ich den Raum eigentlich auf? Aus diesem Grund würde ich euch empfehlen, dass ihr erstmal komplett Maße von eurem Raum nimmt. Das heißt einmal alle Seiten natürlich, wie hoch sind eure Wände, wie hoch ist der Abstand vom Boden zur Fensterbank, falls das natürlich relevant sein sollte für euch und wie könnte man die Möbel platzieren. Ich persönlich mache das wirklich super, super gerne mit Papier und Stift. Allerdings weiß ich, dass super viele von euch auch online-affin sind. Ich habe es immer mal wieder mit so online, es gibt ja auch teilweise kostenlose Programme, wo man es dann irgendwie so modellieren kann, versucht. Ehrlicherweise hat es irgendwie nicht so ganz geklappt, vor allen Dingen finde ich, dass auch die meisten kostenlosen Versionen eben nicht die komplette individuelle Möglichkeit haben, ein Möbelstück so anzupassen, wie es später dann auch wirklich aussehen wird. Falls ihr allerdings eine Top-Empfehlung dafür habt, dann lasst es uns sehr, sehr gerne natürlich unten in den Kommentaren teilen, damit all diejenigen, die Lust haben, ihr Raum online zu planen, beziehungsweise einfach digital zu planen, damit die das mal ausprobieren können. Wie gesagt, nehme ich persönlich mir eher Papier und Stift, weil ich einfach finde, dass es relativ schnell geht und ich dieses Modell natürlich auch niemandem vorstellen muss, sondern das einfach für mich zur Praxis ist. Und da überlege ich mir im Raum, ich persönlich stelle mir das einfach bildlich vor, wo stelle ich die Möbel hin? Und die Größe der Möbel lassen wir dabei erstmal außen vor, damit wir erstmal wissen, was stellen wir uns vor und was wäre schön in diesem Raum. Nach mehrmaligen Probieren und vor allen Dingen nach ganz, ganz viel Vorstellen, auch schon in den letzten Monaten, habe ich mich letztendlich dazu entschieden, dass ich den Schreibtisch sehr gerne vors Fenster stellen würde. Nebendran eine schöne große Pflanze, damit ich auch die Ecke der Fenster irgendwie so ein bisschen nutze, weil ich persönlich kein Fan von Eckschreibtischen bin. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass die dunkelste Seite des Raumes, also die komplett weiße Wand, davor einmal ein komplettes Regal kommt. Denn ich brauche besonders viel Stauraum für Studio-Equipment, für Pakete, für Klamotten und Bastelsachen und Nähsachen. Dementsprechend darf ich daran nicht sparen. Integriert bei dem Regal sollte am besten noch ein Klapptisch sein. Und vor diesem Regal kann man dann ein Hintergrundsystem montieren, was an der Decke platziert ist, damit ich da dann elektrisch ein Hintergrundsystem für Videoshoots oder Fotoshoots runterfahren kann. So habe ich den Raum dann noch etwas besser genutzt. Und auf der Seite der Backsteinwand
fände ich super cool, da einen Hängesessel in der Ecke zu haben, einen coolen Teppich auf dem Boden, die Kleiderstange. Und da sollte es auf jeden Fall etwas luftiger sein und etwas mehr Platz sein, da ich diesen Platz einfach zum Stehen von den Fashion-Videos bzw. zum Drehen, nicht zum Stehen, zum Drehen von den Fashion-Videos brauche und natürlich vorher geschaut habe, wie weit kann ich mich mit der Kamera stellen, passt das Ganze mit dem Abstand. Nun heißt es, Möbel mit den passenden Maßen finden, damit eure Aufteilung funktioniert. Nun werdet ihr nämlich herausfinden, gibt es diese Art von Möbel in dieser passenden Größe, damit eure Aufteilung funktioniert. Weshalb habe ich den Schritt nicht davor gemacht? Ganz einfach aus dem Grund, um einen einheitlichen Einrichtungsstil zu haben und das zu haben, was ihr euch letztendlich wünscht, ist es viel, viel wichtiger, dass ihr euch erstmal vorstellt, wie dieser Raum aussieht und nicht schon nach Möbeln sucht und dann denkt, boah, das sieht total schön aus und wann dann irgendwie vernachlässigt, dass dieses Möbelstück viel zu groß ist. Es gibt mittlerweile Regale in allen erdenklichen Größen, Sofas in allen erdenklichen Größen, Schreibtische in allen erdenklichen Größen. Dementsprechend müsste es normalerweise kein Problem sein, dass ihr für diese Maße, die ihr eurem Möbelstück sozusagen aufzwängen wollt, etwas Passendes und Schönes findet. Sollte dies allerdings nicht der Fall sein und ihr findet vielleicht etwas, was ihr super, super geil findet, aber es passt nicht in diese Ecke, wo ihr es geplant habt, zum Beispiel das Sofa passt da nicht in die Ecke, weil es ist einfach zu groß, dann überlegt euch, ob ihr die Aufteilung nochmal umschmeißen könnt und das Sinn macht. Wenn ihr euch allerdings unsicher seid, dann bleibt bei eurer alten Aufteilung. Nun heißt es, eure Wunschteile auszusuchen. Ich würde mit Teppichen und Gardinen beginnen. Teppiche und Gardinen sind etwas, was das Raumgefühl extrem bestimmt. Ihr werdet sehen, bei den verschiedenen Einrichtungsstile sieht man eigentlich relativ schnell, welche Art von Teppich da reingehört, stilistisch oder welche Art von Gardine. Und so könnt ihr auch direkt überlegen, welche Farbakzente wollt ihr in diesem Raum setzen. Denn wenn ihr etwas Zeitloseres haben wollt, dann würde ich euch immer empfehlen, eher mehr bei den Textilien und bei den, sage ich jetzt mal, ergänzenden Elementen mit Farbe zu arbeiten und nicht bei den Hauptmöbelstücken. Außer ihr wisst natürlich explizit, hey, ich will unbedingt eine pinke Couch im Raum haben, weil die pinke Couch das Herzstück dieses Raumes sein wird. Wenn ihr schon einige Optionen gefunden habt, dann bestellt diese am besten noch nicht, sondern macht euch erstmal Screenshots und speichert das Ganze in einem Ordner ab oder stellt es schon in einer Collage zusammen. Nun könnt ihr euch überlegen, ob eine Wandfarbe eventuell Sinn macht. Wandfarben sind ganz, ganz tolle Sachen, um euren Raum nochmal komplett umzuschmeißen. Ich persönlich hatte in der alten Wohnung in jedem Zimmer eine andersfarbige Wand, sage ich jetzt mal. Und das hat den Raum wirklich enorm verändert. Allerdings muss ich sagen, dass ich hier in diesem Haus dazu tendiere, eigentlich alles weiß zu lassen. Und vor allen Dingen im Studium geht es mir halt auch um das Lichtthema. Da reflektiert Weiß nun mal am besten. Allerdings hier mal ein paar Beispiele, wie Wandfarbe den ganzen Raum verändern kann und wie das natürlich auch stilistisch sich verändert. Ich finde, das ist wirklich eine super schöne Sache und wenn ich mal wieder Lust hätte, würde ich das auf jeden Fall auch machen. Und nun heißt es Möbel finden. Natürlich auch mit den Maßen, die ihr euch vorstellt, damit es natürlich auch in dem Raum an die richtige Stelle passt. Das solltet ihr auf jeden Fall abchecken. Auch hier einmal screenshotten, falls ihr schon Optionen gefunden habt und natürlich auch wieder in dem Ordner speichern oder direkt in die Collage mit einfügen. Und falls ihr das Gefühl habt, ihr findet irgendwie nichts Richtiges, so wie ich auch mit dieser riesigen Regalwand und dem Klapptisch oder sowas. Wie wäre es mit einem DIY oder einem Hack, ein Möbelstück etwas weiterzubauen oder komplett selbst zu bauen? Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Nun heißt es, eher Deko-Inspo zu finden, als wirklich schon explizite Teile, die ihr kaufen könnt. Es gibt so viel Deko und ihr werdet bestimmt immer was Ähnliches finden zu dem, wo ihr Inspo findet. Das heißt, sucht ein bisschen Inspo raus, damit ihr etwas habt, was ihr gemeinsam mit diesen gescreenshotteten Teilen zusammen in den Ordner packen könnt. Denn als nächstes heißt es, sich den Ordner einmal komplett anzuschauen und zu schauen, ob das Ganze ein gesamtheitliches Ergebnis ergibt, mit dem ihr zufrieden seid. Das könnt ihr natürlich auch perfekt nochmal mit eurem ursprünglichen Pinterest-Board vergleichen, damit ihr seht, hey, ist das wirklich ähnlich? Ist es das, was ich mir vorgestellt habe oder habe ich mich irgendwo zwischenzeitlich verrannt? Falls ihr das Gefühl habt, dass ihr mit euren gescreenshotteten Sachen happy seid, dann geht das auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung und ich würde euch empfehlen, Stück für Stück die Sachen dann einzukaufen und das Ganze, wenn es von den Lieferzeiten geht, dann nacheinander aufzubauen, damit ihr auf jeden Fall auf der safen Seite seid. Falls ihr allerdings sagt, boah, ich bin irgendwie gar nicht happy mit diesen Kombinationen, irgendwas passt da nicht, dann versucht nochmal einzelne Teile, wo ihr sagt, ach, das ist irgendwie nicht so eine hundertprozentige Sache, die einfach mal auszutauschen gegen etwas anderes. Was genau es nun letztendlich in meinem Studio hier zu Hause wird, das werdet ihr in den nächsten Videos dieser Einrichtungsserie sehen. Ich hoffe allerdings, dass euch bisher die Tipps und Tricks rund um das Thema Einrichtung schon gefallen haben und vor allen Dingen euch auch weiterhelfen. Falls ja, gebt dem Video sehr gerne ein Däumchen da oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wie gesagt, falls ihr mehr Inspiration haben wollt und auch Tipps und Tricks, schaut sehr gerne auf Instagram vorbei oder natürlich auch auf meinem Pinterest-Account. Beide Links befinden sich unten in der Infobox und falls ihr Fragen habt, dürft ihr sie natürlich sehr gerne unten in den YouTube-Kommentaren stellen. Ich versuche mein Bestes, wirklich alles zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle wirklich noch einen wunderschönen Tag.
ganz viel Erfolg beim Einrichten und hoffe sehr, dass ihr dann bei den nächsten Videos von dieser Einrichtungsstudioserie fürs Erste dabei seid. Und falls es natürlich bei euch gut ankommt, dann können wir das sehr gerne auch mit den anderen Zimmern in dem Haus machen. Hier verlinke ich euch einmal das DIY zu diesem Kopfteil, was ihr da hinten seht. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!